keine 20 Sekunden. Und eine warme Stunde geht in Führung für den Spieler mit der Nummer 11. Das ist Numan Sensoy. Was ist denn da los? Der VfB Stuttgart führt 2:0. Diesmal der Torschütze. Der Spieler mit der Nummer 10, Leonard Münz. So, alle, die der Kommentar bisher genervt hat und die sich die Sky-Ton-Option gewünscht haben, Stadion, die hatten sie gerade. Jetzt bin ich wieder da. VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg lautet unsere erste Viertelfinalpartie. Und die Stuttgarter haben schon mächtig losgelegt. Das war eben auch so einige Meinung in der Halle. Wir haben gerade mal ein bisschen rumgehört. Die Stuttgarter gelten bis dato als der Top-Favorit in diesem Turnierverlauf. Aber das heißt noch überhaupt nichts. Das hat es auch noch nie. Denn zu kurios ist dann doch der eine oder andere Spielverlauf. Stuttgarter auch jetzt wieder mit der längsten Pause und dem dritten Tor durch Frederik Schumann. Also die Stuttgarter spielten gleich das erste Achtelfinale, die Wolfsburger erst das fünfte. Also auch die Regenerationszeit und die Wolfsburger hatten ja noch eine Nervenschlacht. 3-3 plus 9 Meter schießen. Das gewann man insgesamt dann mit 8:7. In einer dramatischen Partie gegen den ersten FC Nürnberg. Hamburger Sportverein verlor das Achtelfinale gegen Stuttgart mit 1:2. Stuttgart hatte ein paar Mühen, aber letztendlich sich dann doch verdient durchgesetzt. Und jetzt auf dem klaren Kurs Halbfinale. Heißt, der Abschlussversuch wieder. Also die Wölfe sind noch überhaupt nicht in diesem Viertelfinale drin. Der VfB könnte ja mit einem Erfolg gleichziehen mit Hertha BSC Berlin. Dreimal gewann die Stuttgarter dieses Turnier bisher. 2003, 2011 und 2013. Viermal standen sie insgesamt im Finale. Prominente Spieler dabei, unter anderem Andreas Beck hat hier gespielt. Serge Gnabry für Stuttgart. Loris Karius. Josua Kimmich war hier
für den VfB. Serdar Tasci, Jeremy Toljan vom BVB hat für Stuttgart hier gespielt. Sven Ulreich, zweimal hintereinander Torhüter dieses Turniers. Timo Werner war da, die neue deutsche Sturmhoffnung für die WM 2018. Und Bernd Leno, der Keeper von Bayer 04 Leverkusen. Also Stuttgart mit die prominenteste, wenn nicht die prominenteste Liste an ehemaligen Spielern. Und das zeigt einfach die herausragende Nachwuchsarbeit, die beim VfB geleistet wird. Und das seit Jahren. Natürlich auch in Wolfsburg. Wir nehmen das 4:0 mit durch Ahmet Can Sifakin. Kurzes Grinsen. Genutzt. 4:0. Also der VfL auch natürlich seit Jahren mit einer tollen Jugendarbeit. Allerdings nicht mit so einer großen Privy Cup-Historie. Das ist die 9. Teilnahme und gerade so in diesen entscheidenden Jahren, wo jetzt schon viele gestandene Profis auch dann in dem Alter sind. Steht vielleicht nicht da. Das heißt, eine große Liste an ehemaligen Cracks, die hier in Lübeck waren, gibt es da so gar nicht. Felix Burmeister war noch so der prominenteste Name. Hier Freistoßentscheidung, René Pascal Wagner. Felix Burmeister bitte beim SC Vasas Budapest in Ungarn. Die Überzahl jetzt für die Stuttgarter Möglichkeit zum 5:0 Klasse ausgespielt. Und genau verwendet den Abpraller. Den netzt er rein zum 5:0. Und wir haben noch 7 Minuten zu spielen. Maximilian Görgel, der Torschütze. Bisher ja das höchste Ergebnis. 7:1. Schalke gegen Frankfurt. Stuttgart schickt sich hier an, nachzuziehen oder sogar draufzusatteln. Hier das Foul, ein Stück weit Frust auch mit bei von Niko Vukancic. Jetzt nochmal eine höfliche Mahnung von René Pascal Wagner. Akzeptiert, alles in Ordnung. Und weiter geht's. Die Wolfsburger haben eine starke Truppe hier zugange. Gerade hier mit der 10, Nathan, Raphael, Walik, Tom, Luca, Winter. Gut aufgestellt, aber die Stuttgarter sind's, die hier nach Belieben treffen. Nächster Treffer, da lacht er. Maximilian Görgel. Wunderbare Drehung, kurz geguckt. Unten links, satt ins Netz. Ja, die sind bedient. Die hatten schon mehr Spaß heute. Co-Trainer Patrick Kunig. Null und noch 6 Minuten zu gehen. Und Kai Oswald, der guckt minimal freundlicher. Der hat gestern, egal wie stark, konnten 4:0 führen oder 3:0 zurückliegen. Der guckte immer etwas unentspannt. Und auch jetzt wieder mit vollem Ehrgeiz dabei. Der Ex-Profi, 40 Jahre ist er alt. Spielt unter anderem für den VfB Stuttgart, für Hansa Rostock und Hannover 96. Kommt insgesamt auf 73 Bundesligaspiele. Auch viel in der zweiten Liga. Aktiv. Nächste Möglichkeit, aber das lange Bein von Niklas Wienold war noch da. Ball zurückgelegt. Jetzt brauchst du natürlich auch ein Stück weit Höchststrafe hier. 0:6 zurücklegen, noch 5 Minuten zu gehen. Da den Kopf oben zu behalten, nicht so einfach. Jetzt aber die 3 gegen 1 Situation, wenn sie es gut ausspielen. Ball nach rechts gelegt und symptomatisch zum Spiel Marcel Beifuß.
schießt den Ball übers Tor. War ich gemeint? Der Ball geklärt, wieder Ballbesitz für den VfB. Ball gut rübergelegt. Und dann das Duell in der Ecke. Jetzt vielleicht der Ehrentreffer, jawohl. Da fällt er für die Wölfe. Enrique Pereira da Silva trifft zum 1:6. Boah, das wär's gewesen aus dem Winkelpass von der Grundlinie. Ahmetshan Sifakin. Nächster Treffer, 2:6. Matteo Hecker. Es geht doch. Weiter Ergebnis Kosmetik. Alles klar verwandelt. Der Pressball, nächste Schussmöglichkeit. Torreichstes Spiel. Dürften wir langsam eingestellt haben hier den Rekord. 7-1, 6-2. Also fällt noch ein Treffer, wird das hier die torreichste Partie beim diesjährigen Turnier. 9 Meter schießen natürlich ausgenommen. Anderthalb Minuten noch. Die Wolfsburger verabschieden sich somit im Viertelfinale. Nach einem wirklich sehr, sehr ordentlichen Auftritt. Viele Tore erzielt auch. Haben uns eine Menge Freude bereitet. Dramatische Partien, viele enge Spielverläufe. Und jetzt auf 70-sekündiger Abschiedstour. Wenn hier dann alle politischen Debatten soweit abgeschlossen sind. Nächster Lauf, gut geklärt hier, aber dann kriegt da Jonas Weimann mit dem Foulspiel. Da ist wieder Weimann. Ja. 45 Sekunden auf der Uhr. Ja, natürlich hätten wir uns ein bisschen mehr Dramatik gewünscht. Kein Vorwurf an den VfB Stuttgart. Aber ungewöhnlich, dass wir hier die letzten
Sekunden eines Viertelfinals so entspannt angehen können. Wir freuen uns auf die nächste Partie. Hertha BSC Berlin gegen den 1. FC Köln. Das wiederum wird auch richtig interessant. Voraussagen mittlerweile fast unmöglich. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Nächster Versuch der Wolfsburger wieder verteidigt. Also hochsouverän der VfB Stuttgart nochmal gespielt und dann wunderbar gehalten von Niklas Wienold. An dem lag es nicht. Der hat ein tolles Turnier gespielt. Richtig guter Auftritt. Vergoldet mit dem 9-Meter-Schießen gegen den 1. FC Nürnberg im Achtelfinale. So, letzte Ecke gelaufen. Wieder Wienold gehalten und der Abpraller netzt Numan Sensoy ein für den VfB Stuttgart. Und damit haben wir mit dem 7:2 die torreichste Partie des Turniers. Hier sehen wir es nochmal. Da kriegt er noch den Oberschenkel dran. 4 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Herzlichen Glückwunsch an den VfB Stuttgart zum Einzug ins Halbfinale. Und Wolfsburg zieht mit hängenden Köpfen von dann. Gleich geht's weiter mit Hertha.